Eigentlich ein dankbarer Termin. Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei der Eröffnung der Bauma, der Weltleitmesse für alles rund um den Bau. Dabei muss er sich aber auch unangenehmen Fragen stellen. Dass Politiker hin und wieder mal kritisiert werden, ist eine ganz normale Erscheinung. Wer glaubt, dass das nicht dazugehört, der hat in der Politik nichts verloren. Und deshalb, ich habe viel Zuspruch erlebt in den letzten Monaten. Das motiviert mich und deshalb kann ich auch Kritik ertragen. Der Verband Die Familienunternehmer hat den Wirtschaftsminister sogar nicht einmal zur Feier seines 70-jährigen Bestehens eingeladen. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Verbandspräsident Reinhold von Ebenwolle gesagt, Altmaier hat das Wirtschaftsministerium beschädigt. Die CDU enttäuscht ihre bisherigen Unterstützer. In dem Medienbericht werden außerdem Unternehmer zitiert, die Altmaier als Fehlbesetzung und Totalausfall bezeichnen. Erst vor kurzem wurde ihm vorgeworfen, gegen den Wettbewerb zu agieren. Hintergrund ist sein Vorstoß zur Rückkehr der Meisterpflicht im Handwerk. Außerdem habe ein Stromgipfel, der für Januar angekündigt wurde, nicht stattgefunden. Und auch mit der Begrenzung der Sozialabgaben sei er nicht weitergekommen. Alles in allem ist von den Familienunternehmen also immer wieder zu hören, Altmaier rede viel, würde aber nicht liefern. Starker Tobak.